Moin Sie, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu den Sapiens. Ja, was hatte ich gesagt? Wir machen hier jetzt weiter, nicht wahr? Wir bauen hier die Hütten weiter. Die grasen hier nochmal alles ab. Was machen die? Ach, die sammeln Steinchen. Oh Gott, da hätte Kutsch wieder so ein. Wie heißen die hier? Moa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn? Alpaka-Wolle, wieso liegt denn da Alpaka-Wolle? Oh, das Viech kommt immer näher. Aha. Hier sind wieder ein paar Bäumchen gewachsen. Das gefällt mir doch. Ach, Alpaka. Der Alpaka? Alpaka. Gut, hallo. Ach, da bin ich zu Hause. Sehr gut. Jetzt. Was hämmert der denn hier? Was hat der hier gehämmert? Warum ist da jetzt eine Erhöhung? Sollte sie doch gar nicht. Was machen die denn für ein Mist, die Jungs und Mädels hier? Mann, 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 Mann. Alles muss man hier selber machen. So, Fensterchen. Genau, oben drauf, oder was? Nein. Genau dahin. Eins. Und zwei. Sehr schön. Jetzt kommt die normale Wand. So. Lass uns mal loslegen hier. Ey, ey, ey. Chill mal. So. Und so rum. Direkt daran. Perfekt. So. Der da dran. Da oben drauf. Nicht da oben drauf. Übertreibt man nicht hier, Freundchen. So. Gut. Und da dann auch noch. Hier dann auch noch mal so. Genau. Hier auch. Na, komm ran. Ja, ist doch schön, oder? Und ich habe hier eigentlich auch doppelte Wände dran. Geh mal kurz weg. Mal was gucken hier. Ja. Hier habe ich nur eine Wand zwischen. Okay. Können die Häuser näher aneinander gebaut werden, nicht wahr? Gut. Dann kommt da jetzt noch ein Türchen hin. Ein Türchen. Zweite Türchen. Und da kommt jetzt der Fenster hin. Hoppala, so rum. Okay, da auch. Und da auch. Gut. Und irgendwann, wenn die hier fest zusammengewachsen sind, kann man hier so die Dings rausmachen. Dann haben wir größere Wohnungen. Aber erstmal sollen die so ihren Platz haben. Hier sind vier Hütten. Hier sind dann acht. Acht, wir sind ungefähr 25 Leute. Also. Drei. Ah, drei, vier Leute pro Dings können wir dann erstmal machen. Oh. Das Hühnchen können wir auch noch mal schlachten. Können wir hier viermal hin. Könnt ihr noch braten dann. So, und der ist dann bestimmt auch fertig. Also machen wir so viel Huhn. So, hier werden Steine drumherum gelegt.
das hier ist blöd gelaufen. Das hätte ich mehr in der Mitte machen sollen. Na ja, gut, kann man ja bei Zeiten dann nochmal ändern. Jetzt aber erstmal hier den Kram auch so rüber. Und wir das auch haben. So, Adel aus Stein. Na, hier rein. So, eins. Den machen wir dann. Ja. Da so hin, würde ich sagen. Ich hoffe. Jetzt noch so einigermaßen. Ah, ist es nicht. Egal. Nicht so schlimm. Nicht ganz so schlimm. Wenn ich mich aber umgucke, dass ich das relativ parallel hinbekomme hier. Wie schaut es da drüben aus? Hier so ungefähr. Oh, das dann darüber. Gut. So gefällt mir das. Und um die Hütten drumherum kommen dann Fackeln. Damit unsere Leute hier auch nach Hause kommen. Wenn sie dann zum Beispiel hier waren. Wir werden dann Feuer und sowas, werden wir alles nach hier verlegen. Damit ja, hier gegessen werden kann. Party gemacht werden kann. Und also die anstrengenden Sachen, die es im Leben so gibt. So. Was haben wir denn hier? Wir haben 10 Äxte. Keine Spitzhacken. Haben die noch Spitzhacken hergestellt? Ja, sieht so aus. Ach Gott, die muss das auch noch lernen. Was ist hier eigentlich los? Ach, weil das so hoch geht. Okay. Ja gut, hat sich bald erledigt. Diesen Weg hier, den machen wir weg. Der ist nämlich absoluter Blödsinn. Aber egal. Jetzt. Da haben wir noch ein paar Minuten Zeit für. Wir haben nur noch 17 Stück, ja. Lass ich die morgen als allererstes mal den Bambus abklappern, damit wir Stöcker bekommen. Hier haben wir auch. Hier gibt es auch Stöcker. Zwar noch nicht viel, aber gibt's. So, was haben wir hier? Ach ja. War denn das? Ach, hier. Genau, da können sie dann morgen weiter buddeln. Genauso wie da. Dass hier dann mal vorangeht. Oh, wir haben noch einen Erwachsenen hier. Das ist ja supi. Immer mehr Leute, die richtig arbeiten können. So lob ich mir das. So. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie lange ich dieses Let's Play machen will. Ich würde es eigentlich von euch abhängig machen. Ja, wenn ihr sagt, so, reicht jetzt, dann hören wir auf. Wenn ihr aber sagt, oh, du kannst noch ein bisschen, mach ruhig weiter, dann machen wir das. Ansonsten, wenn ich das dann so entscheide, oder entscheiden muss, würde ich sagen, mache ich das so lange, bis ich meine Siedlung groß genug habe und mit Steinhäusern versehen habe. Also sobald eine Siedlung aus Steinhäusern steht, würde ich sagen,
ja, kann man das Spiel dann beenden. Vorausgesetzt, es geht natürlich nicht mehr weiter, ne? Also wenn dann irgendwann Stopp ist mit den ganzen Forschungen, dass man nichts mehr erforschen kann, dass nichts Großartiges mehr gebaut werden kann, dann macht es ja keinen Sinn, dass man weiterspielt. Weil da kann man nur noch größer machen. Das war's dann aber auch. Ich denke nicht, dass die Sapiens dann irgendwann hier mit Anzug und Aktentaschen durch die Gegend laufen und als Immobilienmakler arbeiten. Also ich denke, die werden weiter durch die Gegend rennen und irgendwelche Mammuts und Hühner jagen. Und ja, darum... Dafür müssen wir hier nicht stundenlang dann stehen und spielen. Das wäre blöd. So, Bananas. Gucken wir mal, wie viel können wir... Ja, das reicht. Nehmen wir diese Bananen weg. Hinten sind ja auch wieder welche gewachsen. Können sie dann auch nehmen. Da ist erstmal wieder genug zu essen vorhanden. Brauchen wir uns dann wirklich keine Gedanken mehr zu machen. So, was haben wir hier? 82 davon. 38 Bananen, da kommen gleich noch welche. Zum Kiefernzapfen. Ja. Hier sind sie im Bauen. Ah, es fehlt Spaltholz. Ah, sehr schön. Wir haben noch 7. 7 davon. So, dann Spaltholz 7 mal. Das ist 1. 7 mal 4 sind 28. Einmal 7 mal 4. Bin ich denn jetzt blöd? Ja, doch. 7 mal 4 sind 28. Dann sollen sie hier mal 28 herstellen. Stöcke haben wir ein paar. 21 an der Zahl. Ach ja, Leinsamenstrick brauchen die noch. Leinsamenstrick. Machen wir denn? Vorhin genug gesammelt. Müsste eigentlich passen. So. Und schon wieder Pense. Und schon wieder jemand gestorben in der zweiten Nacht. Und ein Ältester gestorben, ein Ältester direkt nachgerutscht. Auch nicht schlecht. Genug Stein, hier ist der Viehstein. Gut. Stein ist sehr gut. Lass mal die Sapiens das mal sammeln. Das wird immer gebraucht. Und schon ziehen sie los. So gefällt mir das. So, Stamm. Ja, wir brauchen auch Stämme. So, komm. Macht hier mal ein paar von denen weg. 5 Kiefern, macht sie platt. Wir brauchen unbedingt Holz. Stämme. Sonst kommen wir mit unserer Dings nicht hinterher. Wow, die sind ja schon wieder gewachsen. Was? Rote Beete wächst schnell. Wir haben wir noch 66. Passt schon. So, ich muss dann jetzt mal gucken, bei den ganzen Sachen, gibt es hier noch irgendetwas zu erforschen? Hier ist nicht. Hier ist nicht. Da ist nicht. Ah, hier Ziegel. Da wurden 2 Ziegel hergestellt. Dann nehmen wir die doch mal mit. Wo ist er denn jetzt mit den Ziegeln? Ja. Ich denke gerade so, wo rennt der denn hin? Der war so schnell weg. Auch noch Steine. Ach, sollen sie die auch sammeln? Je mehr sie zu tun haben, umso weniger Blödsinn machen sie. So, ist das noch? Flusssand und Sand. Oh. Hier ist ja auch noch, schaut euch das mal an.
und Sonnenblumen. Ob man daraus irgendwas machen kann? Also ich glaube, ich habe die schon. Sonnenblumenkerne. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe die schon zwei oder dreimal die sammeln lassen, aber ich finde diese Kerne nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wo haben sie die wohl hingepackt? Kann man die hier denn überhaupt finden? So, Flowers. Ein neuer Stamm wurde entdeckt. Einmal kurz Pause. So, ah, noch so ein Bob Marley. Der ist auch wieder alleine unterwegs. Na dann. Aber. Wollt ihr mal. Ob die Dinger hier drinne sind? Oh nein. Will mal schauen. Sonnenblumenkern. Ja, hier sind sie drinne. Nur als Saatgut, aber. Was soll ich denn nur mit dem Saatgut? Die Dinger nur anpflanzen, damit es schön aussieht, wa? Das ist, ja, weiß ich nicht. Ob das notwendig ist. Ja. Dann setzen wir hier dann schon mal ein Dach drauf. Bauen und ein Holzdach. So. Dann nee. Zwischen, davor. Das. Ich rum. Hallo? Nee, auch so rum. Und hier andersrum. So. Dasselbe machen wir hier auch, denke ich. Direkt. War das hinter uns? Huch. Auch wieder andersrum. Zack, geschafft. Wow. Baum mit Lehmziegeln. Euer Stamm entdeckte Lehm, als er Lehm mit Holz kombinierte, um Lehmziegel herzustellen. Dieses Material eignet sich hervorragend für den Bau von Häusern und Öfen. Mhm. Kann ich jetzt also den Brennofen basteln? Und den Brennofen stellen wir direkt dahin. Hier vorne. Sieht perfekt aus hier. Und da steht da, was brauchen wir dafür? 6 Lehmziegel. Dann machen wir das doch mal. Am besten hier an der Station, weil da kann man sich das aussuchen, wie viel man machen will. 2, 4, 6. Das Feuer brennt auch schon wieder nicht. 13 Holz. Oh. Haben wir eine Steckchen mehr? Und wieder nicht. Doki. Hey, die sind ziemlich verschwenderisch fast, würde ich sagen. So, ihr könnt ja dann morgen erstmal schön 40 Bambus abgrasen. Wenn ihr so verschwenderisch hier seid mit dem Holz. So, Attacke. Nein, das ist ja immer noch wach. Gehst du mal ins Bett jetzt? Da ist immer noch jemand wach. Darf ja nicht wahr sein. Okay. Jetzt wollte ich gerade schimpfen kommen und dann fallen sie einfach ins Bett. Na gut, ich baue die anderen Dächer jetzt auch oben drauf. Ist ja blödsinnig zu warten. Sind schon wieder wach. Die war sein. Die pennen ja gar nicht, die Jungs und Mädels hier. Nur 2 Minuten, dann sind sie wieder wach.
72, das werden irgendwie immer weniger, kann das sein? Vorhin waren es noch 47, 74. Sind komisch. Okay. Der hier wächst einfach nicht nach. Irgendwo wollte ich doch auch die Erde dann alles abbauen, ne? Das werden wir dann schon nach und nach machen. Erstmal die Jungs und Mädels alles einsammeln lassen. Häusle bauen lassen. Dann pflanzen wir den Wald vernünftig an. Dass wir immer Holz haben. Aber ist ganz wichtig, dass wir immer Holz haben. Und bald Stein und Lehm halt sehr wichtig. Oh, ich sehe, die Folge ist rum, meine Freunde. Deswegen einmal verlangsamen. Genießt diesen Anblick der arbeitenden Sapiens. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn ihr sehen wollt, wie sie weiterarbeitet. Wenn ihr genauso sadistisch seid wie ich. Schweres Wort. Ansonsten bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Genießt, was ihr habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.